Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks. Was ich hier habe, wird wahrscheinlich der eine oder andere schon erkannt haben. Heute bedienen wir uns mal der türkischen Küche. Es gibt was zum Snacken und zwar gibt es Börek. Ja, die sind gefüllt mit Rinderhack und mit Schafskäse. Mancher mag noch Spinat reinmachen, geht auch, überhaupt keine Frage. Und dass die Dinger wirklich in Minutenschnelle hergezaubert sind und eigentlich immer Genuss sind, wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, die Zutaten dafür sind recht überschaubar. Ich habe hier einfach 500 Gramm Rinderhack vom Metzger. Dann brauche ich nachher ein Ei, das werde ich verquirlen, da werde ich die zum Schluss mit bestreichen. Dann habe ich hier 400 Gramm Feta, den habe ich schon mal gekrümmelt. Ein bisschen Pfeffer und Salz brauchen wir natürlich und Wasser, weil die Blätter müssen vorher ein bisschen mit Wasser bestrichen werden, sonst lassen die sich einfach schlechter verarbeiten. So, als erstes bin ich hergegangen, habe mir mal das Hackfleisch portioniert, 500 Gramm, 10 Sheets haben wir, also jedes Bällchen hat 50 Gramm. Macht es mir einfach leichter nachher, die auf den Platten zu verteilen, dann habe ich halt immer die gleiche Menge. So, als erstes gehe ich aber hin und streiche die Blätter erstmal mit Wasser ein, weil die sind dann zu trocken und reißen. Das muss man einfach tun. Viele gehen auch her und streichen die großzügig mit Öl ein. Also muss ich persönlich jetzt nicht haben, wenn es schmeckt. Gerne, überhaupt keine Frage. Nur ich bin halt selber ein bisschen dick und da brauche ich jetzt nicht zusätzlich noch so viel Fett auf den Dingern. So, ich denke, das Hackfleisch hat ja ein bisschen Fett, ist ja jetzt nicht so fettig wie Schwein. Aber der Käse fehlt da bringt noch ein bisschen mit. Also wir langen da eigentlich an Wasser. Ja, so, alles schön einpinseln. Dann nehmen wir uns halt hier so eine Hackkugel und verteilen einfach, reißen kleine Stückchen ab und verteilen das einfach gleichmäßig auf die Platten. Ja, keine bestimmten Muster folgen, einfach rauffallen lassen. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche mathematischen Formeln anwenden oder ähnliches. Dann einfach nur locker drauf zupfen. Das kriegt, glaube ich, jeder hin. Ja, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Da noch ein bisschen. Da noch zwei Lücken. Zack. So, und da haben wir das. So, bevor wir jetzt den Käse drauf bröseln, kurz Hände waschen. Käse und streue einfach locker mit darüber. So viel, so wenig, wie er möchte, gibt ja keine festen Regeln. Wer mag, kann natürlich auch noch sehr gut Spinat hier einarbeiten, aber Spinat haben wir vor kurzem erst und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach nur Hack und ein bisschen Feta reinmachen. Das sollte eigentlich auch schon reichen. So, ein bisschen noch. Alles klar. So, jetzt gehen wir hin. Schlag einmal kurz die Ecken rum, damit an den Seiten ein bisschen dicht ist nachher. Da muss man so aufpassen, der klebt relativ schnell an, weil die sind sehr, sehr dünn, die Scheiben. Wenn ein bisschen was durchgesippt ist vom Wasser, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt rollen wir das Ganze einfach locker auf hier. Ja, nicht zu fest, einfach ganz locker, ohne viel Druck. So, in der Hoffnung, dass nicht allzu viel einreißt, weil wie gesagt, der Teig ist wirklich sehr, sehr dünn. Muss man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl arbeiten. Hinten ein bisschen freilassen, also nicht bis ganz zum Ende belegen. So, dann haben wir auch hier auch schon unser erstes Röllchen, wie man sehen kann. Und das lege ich einfach so, wie es ist, aufs Backblech. Ja, sieht man. Eine schöne Rolle geformt. Und die lege ich jetzt so, wie sie ist, aufs Backblech. Und mit dem Rest verfahre ich natürlich genauso weiter. Kann sich jeder vorstellen. Und wir sehen uns gleich, wenn ich die anderen gerollt habe. So, die Röllchen sind gerollt, sage ich mal. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ich gehe mal ein bisschen zurück.
Ja, 10 Röllchen, die passen noch gerade so aufs Backblech drauf, dürfen ruhig ein bisschen aneinander liegen. Da gehe ich jetzt einfach hin, habe hier ganz normal ein Ei verquirlt und das streiche ich jetzt über unsere Röllchen. Den Ofen habe ich in der Zwischenzeit schon vorgeheizt. Die Röllchen verschwinden gleich bei 180 Grad Umluft für, ich sage mal, ca. 25 Minuten. Ja, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Jeder Ofen heizt ja auch ein bisschen anders. Nicht jeder Ofen heizt ja gleich. Bei dem einen sind sie vielleicht nach 20 Minuten schon fertig und bei dem anderen müssen wir vielleicht noch 5 Minuten draufgehen. Also ich rate immer so ungefähr 20 Minuten einstellen erstmal. Mal gucken, wie die Bräunung ist. Und wenn sie noch einen Tick zu hell sind, einfach noch 5 Minuten drin lassen. Ja, also bei meinem Ofen ist es eigentlich so, 25 Minuten sollte man gut hinhauen. Aber auch ich verlasse mich nicht immer drauf. Ich stelle erstmal 20 Minuten ein und schaue da mal nach und gebe eventuell noch 5 Minuten drauf. Was ich leider nicht mehr im Haus habe, ist Sesam. Ich hätte also eigentlich noch sehr gerne ein bisschen Sesam oben drüber gestreut, aber keinen, denn den habe ich letztes Mal wohl leider komplett verwendet. Weil wer daheim noch ein bisschen Sesam hat, passt natürlich auch super oben drauf, gibt nochmal ein bisschen Kick. Das ist leicht nussig, wenn die aus dem Ofen kommen. Ist schon mal Feines. Wie gesagt, habe leider keinen mehr im Haus. Hätte ich gern drauf gemacht. Was natürlich auch gut kommt, ist, wenn jemand weißen und schwarzen Sesam hat, das abwechselnd ein bisschen drauf geben. Ist auch eine feine Sache. Gibt auch ein bisschen Kontrast, ein bisschen anderen Geschmack. Wunderbar. So. Haben wir unsere Kameraden hier schön in Ei gebadet und schieben die jetzt, wie gesagt, bei 180 Grad für ca. 20-25 Minuten in den Ofen. Und wenn es fertig ist, sehen wir uns wieder. So, die habe ich gerade frisch aus dem Ofen geholt. Die waren jetzt knapp 25 Minuten drin und man sieht, die sind schön goldbraun geworden. Sind jetzt auch richtig knusprig und die lasse ich jetzt erst noch 5 Minuten abkühlen. Die werden dann auch ein bisschen weicher und dann verbrenne ich mir auch nicht den Mund, wenn ich gleich drüber herfalle. Und so sehen die leckeren Dinger dann aus, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind. Man sieht hier gut das Hackfleisch und den Feta-Käse und schön gebräunt. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr demnächst eine neue Snack-Idee mehr. Was ich machen werde, ist klar. Ich werde mir jetzt erstmal ein lauschiges Plätzchen suchen. Und dann werde ich mich an diese leckeren Dinger machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.